Hallo und willkommen zum Boss Guide von Auriaya. Bei diesem gibt es keinen Hard Mode. Ihr benötigt im 25er 2 Tanks. Der Pull ist hier extrem entscheidend, um die Fähigkeit Wildes Anspringen der Adds auf Nicht-Tank-Ziele zu vermeiden. Diese springen direkt auf Ziele, welche sich in deren Sichtfeld befinden. Stellt euch deshalb am besten ums Eck, sodass ihr nicht in Sichtweite seid und lasst einen Todesritter auf Tank zum Beispiel mit Tod und Verfall pullen, beziehungsweise schießt den Tanks den Boss und die Adds via Irreführung auf. Wenn nun der Off-Tank die Adds und der Main-Tank den Boss hat, dann macht ihr erstmal vollen Schaden auf besagte Panther-Adds, bis diese im Dreck liegen. Auriaya selbst schießt in regelmäßigen Abständen ihren Überschallschrei nach vorne, welcher massiven Schaden verursacht. Der Schaden wird allerdings auf alle getroffenen Spieler verteilt, sodass sich der komplette Raid vor ihr befinden muss. Mit schreckliches Kreischen führt sie zudem den kompletten Raid. Stellt deshalb unbedingt so viele Totems des Erdstoßes, wie ihr Schamanen habt. Bedenkt, dass dieses nur gruppenweit funktioniert. Auch der Furchtzauberschutz vom Priester kann ihr helfen. Nach ihrem 4 zündet sie direkt ihren Wächterschlag. Dieser verursacht Schattenschaden und erhöht diesen 5 Sekunden lang um 100%. Der Effekt erhöht sich nach 5 Sekunden. Der Wächterschlag muss sofort unterbrochen werden. Des Weiteren ruft sie via Wächterbespüren 15 bis 20 schwärmende Wächter. Diese haben alle wenig Leben und können ganz einfach mit Flächenschaden nebenbei umgehauen werden. Als letzte Hauptfähigkeit beschwört sie ihren wilden Verteidiger. Das erkennt ihr an ihrem Kasbar sowie an einem lila Strahl, der auf dem Boden aufschlägt. Dort erscheint der wilde Verteidiger. Kurz bevor der Verteidiger stirbt, sollte der Off-Tank diesen aus dem Raid ziehen, da er eine schwarze Void Zone auf dem Boden hinterlässt. Wenn der Panther stirbt, wird er nach ca. 30 Sekunden wiederbelebt. Jedes Wiederbeleben kostet ihn allerdings eine Aufladung von wilde Essenz. Dadurch macht er nach jeder Wiederbelebung weniger Schaden als vorher. Ihr könntet nach seinem Ableben den Boss wieder um ein Eck ziehen, sodass der wiederbelebte Verteidiger keinen zufälligen Spieler anspringen kann. Das funktioniert allerdings nicht immer. Wir würden deshalb erstmal raten, das Ganze ohne Ziehen zu versuchen. Tötet den Panther am besten 2 bis 3 Mal, anschließend sollte es reichen, wenn dieser aufgetankt wird. Habt zudem immer Schattenschutz vom Priester sowie die Schattenschutzaura vom Paladin aktiv. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.